Hi. Ich probiere jetzt zum 10. Mal dieses Video aufzunehmen, aber mein Mikrofon hat die ganze Zeit nicht mitgespielt. Ich habe jetzt ein paar Sachen ändern müssen und ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Wie ihr schon gesehen habt, heiße ich nicht mehr Horoskop, sondern Lucky You. Und in dem Video gehe ich einfach mal kurz darauf ein, warum das der Fall ist. Ich habe mir fünf Notizen gemacht, einen Word-Dokument und darauf gehe ich jetzt einfach ein. Ich habe wahrscheinlich irgendein Gameplay hinterlegt von irgendeinem Spiel und Musik, wahrscheinlich von Tubo, da ich mir von ihm gerne die Beats nehme, da er die frei macht und man halt einfach nur ihn verlinken muss, ist er natürlich auch gut. Also der erste Punkt, meine alten Videos. Ein paar von euch wissen es vielleicht, ich habe nicht wirklich mit World of Warcraft angefangen. Er hatte vorher schon etliche Namen und etliche Kanäle. Eigentlich war es derselbe Kanal, nur halt die Namen immer anders und hat immer andere Formate. Angefangen hat alles im Jahre 2014 unter dem Namen Krovengon. Krovengon war mein erster Versuch, irgendwas in der YouTube-Welt zu machen, denken viele. Vorher gab es einen anderen Kanal. Eiskalt hieß der. Und da habe ich ein Video und das heißt Hi. Ich kann das Video leider nicht mehr finden. Und ich weiß auch nicht mehr, wann das war und die Kanal findet man auch nicht mehr. Ist ein bisschen sad. Aber ja. Ich habe leider meine ganzen alten Videos gelöscht. Deswegen kann ich nicht genau gucken, wann die Videos immer kamen. Oder habe ich es? Ne, ich habe sie noch. Gut. Also das erste Video kam 2014. Ich kann mal ganz kurz reingucken, wann das kam. Muss ich nur ein bisschen scrollen, weil ich habe echt ein paar Videos auf meinem Kanal. Ja, das erste Video kam 2014. GTA 5, gepanzerte FIB-Transporter bekommen. Da war ich 13 Jahre alt, als ich das gemacht habe. Ich bin jetzt seit ein, zwei Monaten 18. Und das Video habe ich damals mit meiner Kamera von meinem Fernseher abgefilmt. Genau wie eine ganze Menge anderer Videos auch. Denn unter dem Namen Krovengon habe ich Call of Duty gemacht. Größtenteils und ab und zu mal GTA. Der Name hat sich dann nach einem Jahr, glaube ich, ja, nach einem Jahr geändert zu Charles. So blieb er auch ein bisschen, bis ich vor, Momentchen, 3 Jahren eine Pause hatte und dann ungefähr vor 2 Jahren den Kanal umbenannt hatte in Milimpi, dann in Taxifahrer und dann in Centrids. Und in den drei Kanalnamen kamen mir so ein, zwei Videos. Dann kam die Needle-Ära. Needle oder Needle Legend eigentlich hieß ich für insgesamt 4 Videos. Die ersten drei waren Meinungsblogs. Und das vierte ist Needle Learned LOL Master Yi. Das ist noch online. Das ist das erste Video, das man sieht, wenn man auf meinen Kanal geht. Und ja, danach kam der Namenswechsel vor ungefähr einem Jahr zu Horoskop. Und mein allererstes Video unter diesem Namen war Horos beim Seelsorger Feed Barclay und Works. Also in dem Video war ich im Stream von Barclay und Works und habe also einen Typen angerufen bei Markus Talk. Und irgendwie habe ich dann gedacht, jetzt musste WoW machen. Aber das will ich nicht mehr. Denn wegen WoW war ich inaktiv, weil ich spiele zwar gerne WoW, ich schaue auch gerne WoW, zum Beispiel bei Bro Studios oder Moonboom, aber ich kann es nicht spielen und aufnehmen, weil das ist einfach nicht meins so. Das bin nicht ich so, das ist nicht cool für mich. Ich mache es zwar gerne offline, aber online ist eher so weniger meins. Und ja, dann war ich halt inaktiv. Man hat das vor allem stark gemerkt zwischen dem Video Nicer Dicer Genji Ult und Ich bin wieder da. Ja, ich war nicht da. Ich meine, das Video ist zwar da, aber ich war persönlich nicht da. Das hat sich so behindert an. Es war zu einer Zeit, wo ich noch frei hatte. Das heißt, wo ich 3 Monate nichts getan habe, außer zu zocken. Und dachte, hey, du hast jetzt noch 2 Wochen frei. Vorhin noch in den 2 Wochen wieder mit YouTube an. Und wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, hat das nicht sonderlich gut funktioniert.
Ja, gut. Aber jetzt nochmals, warum der Name wechseln? Man könnte nämlich auch so einfach sagen, mach doch da weiter, wo du aufgehört hast, nur mit anderen Formaten. Aber da bin ich ein bisschen eigen. Für mich war der Name Horoskon ein Symbol für Inaktivität. Horoskon war für mich inaktiv. Der Name Horoskon ist jetzt übertrieben dargestellt, war für mich sogar eigentlich tot. Ich habe sogar in League of Legends meinen Namen geändert, von Horoskon zu Dead Meat, weil der Name Horoskon einfach nicht mehr ich bin. Natürlich habe ich immer noch meinen Charakter Horoskon auf der Allianz. Ich habe halt aber auch einen Charakter auf Horde, der Lucky You heißt. Das soll nicht heißen, dass ich jetzt Horde Main bin. Ich spiele Horde nebenbei, ich bin immer noch Allianz Main. Aber ich bin halt. Damit habe ich mir halt bewiesen, okay, du brauchst jetzt nicht mehr WoW-Videos zu machen, wenn du nicht willst. Ich habe so viele Spiele auf meinem Computer, ich habe allein 40 Spiele auf Steam. Und das ist nur ein kleiner Bruchteil, ich habe ja auch nicht nur Steam. Und dann haben wir noch einen Kanal, Shimada Brothers, da will ich jetzt auch mal wieder was machen. Weil der hat ein Thema. Der hat das Thema Overwatch. Und das finde ich gut, dass ich jetzt einen Kanal habe, auf dem das Thema Overwatch herrscht und einen Kanal, auf dem das Thema Zocken herrscht. Ich vergleiche das ein bisschen mit Hand of Blood. Hand of Blood war von 2010 bis 2016 die Ikone in Sachen League of Legends Deutschland. Er war zwar nicht der beste Spieler, aber er war so der erfolgreichste meiner Meinung nach. Gerade wegen seinen OP-Guides oder so. Der OP-Guide von Lee ist ja sowieso bekannt SL. Und 2016 kam dann das Video Wechseln, wo er gesagt hat, nicht mehr nur League of Legends, sondern auch andere Spiele. Und seit diesem Wechsel gucke ich fast jedes Video von ihm. Und das ist nicht übertrieben. Ich meine, das ist absolut todernst. Ich finde, seine Videos jetzt merkt man, dass er ein bisschen mehr Spaß dran hat. Und sowas will ich halt auch. Ich will mir eine Plattform erschaffen, wo die Sachen kommen, die ich mag. Ob es jetzt GTA ist, ob es PUBG ist, ob es COD ist, ob es Two Point Hospital, Stardew Valley, Borderlands, LOL, WoW, Overwatch, Rocket League, scheißegal. Hauptsache ich hab Bock drauf. Zum Beispiel werde ich jetzt auch bald streamen. Aber auf meinem Stream suche ich am Anfang so ein paar Offline-Spiele zu machen, weil ich auch nicht das beste Internet habe und so gleicht sich das relativ gut aus. So kann ich in einer relativ akzeptablen Qualität streamen. Ich habe mir jetzt auch eine Facecam besorgt. Die müsste jetzt übermorgen ankommen. Oder am Dienstag, ich weiß nicht genau. Ich nehme es jetzt am Samstag auf. Samstagabend. Und ja, ich will halt ein bisschen was ändern auf meinem Kanal. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt mit dem neuen Jahr ist es eigentlich ein perfekter Zeitpunkt. Denn was man nicht unbedingt weiß, nur wenn man auf meine Kanalinfo geht. Ich bin jetzt auf YouTube seit dem 10.05.2014 mit dem Kanal. Und wie schon gesagt, das ist nicht mein erster Kanal. Ich glaube, mein erster Kanal habe ich 2012 erstellt. Da war ich 11 Jahre alt. Gut. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde einfach mal sagen, ich bin raus für heute. Und ciao.